Ja, Leute, willkommen zum neuen Video. Ja, dann ist auch noch Chris. Ich mache heute wieder mal ein bisschen mehr aus meinem Pickup. Je nachdem, in welcher Reihenfolge ich jetzt die Videos rausbringe, ich weiß noch nicht, ich habe geplant, hier die Ladefläche mit Raptor zu beschichten. Falls es raus ist, verlinke ich das gerade noch. Worum geht es heute in dem Video? Habt ihr das gesehen? Naja, wenn nicht, ich zeige euch hier kurz ein paar Bilder. Vorher, nachher. Und zwar, ich habe in Zusammenarbeit mit der Firma Item mir ein bisschen was überlegt, wie ich günstig einen sehr robusten Ladeflächenträger aufbaue und einen Ladeflächenauszug. Und was ich sonst noch vorhabe, das kommt nach dem Intro. Das Tolle an der ganzen Sache ist, wenn man das online bei Item designt und machen lässt, man kriegt hier so eine ausführliche Aufbauanleitung dabei. Das hier ist zum Beispiel Ladeflächenauszug. Wie hier was zusammengehört, mit was für Verbindern. Und das gleiche auch nochmal für den Ladeflächenträger. Da kriegt man nämlich mit Inhaltsverzeichnis. Ach, schick. Und da jede Menge Detailinfos, wie man das Ganze aufbauen muss. Da freue ich mich schon ein bisschen drauf, das Ding zusammenzubauen. Und ja, und da liegt der ganze Klumpatsch bereit. Hier, ich habe noch Schwerlastauszüge dazu mir besorgt. Das ist der Einlegeboden für den Auszug. Und übrigens für die Schrauber, ne? Wenn ihr euch hier da so einen Auszug mit Blech bestellt, kriegt ihr jede Menge große Pappen, also, ne? Für die Schrauber hier unten. Und jetzt fangen wir einfach mal an mit dem Ladeflächenauszug. Ja, und um den Auszug jetzt zusammenzubauen, brauche ich eigentlich gar nicht viel Werkzeug. Hiermit schneide ich mir gleich die Halterungen, die Einlagen zurecht. Damit schraube ich es zusammen und dann kontrolliere ich die Masse. Das war's. Dann nochmal zum Verdeutlichen, das hier, das sind diese Halterungen oder wie nennt man das jetzt, diese Führungseinsätze für die Platte, für die Fläche des Auszugs. Die kommen dann da hier in diese Nuten rein und dann hält das Ganze hier. Guckt euch einfach an. Im Stehen arbeiten. Wie ich sie jetzt mache, ist nicht ganz so praktikabel, habe ich festgestellt. Deswegen, ich habe mir jetzt hier noch eine Arztfläche vorbereitet auf dem Boden. Ich hätte bis auf dem Boden rumkriechen müssen und dann schrauben wir das einfach mal so ab. Ja, so ist schon das Grundgerüst für meinen Ladeflächenauszug fertig. Schaut es euch an, ist relativ simpel gehalten. Ein einfacher Rahmen aus Aluminiumprofil, Riffelblech in der Mitte. Und dann auch hier, diese Einfassung, mit der hier wird das Ganze fixiert. Man kann es auch in die Rillen reindrücken mit der anderen Seite nach vorne. Dann hat man hier einen glatten Abschluss, um eine saubere Oberfläche für das Aluminiumprofil zu erzeugen. Ansonsten kann man damit halt das Blech fixieren. Wenn das Ganze jetzt so schön flott ging, baue ich gleich den Ladeflächenträger auch nochmal zusammen. Und danach baue ich alles drauf. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Also ich muss ja zugeben, in den letzten Wochen bin ich schon so ein bisschen dumm, ne? Mein Akkuschrauber suche ich einmal die Woche. Ist nervig, ist einfach nur nervig. Jetzt bin ich schon wieder unterwegs gewesen, um einen blöden Akkuschrauber von zu Hause wieder in die Werkstatt zu holen. So, ich verwende hier eine besondere Art der Verbinder in dem Profil. Das ist so eine Art Madenschraube, die innen durchgängig ist. Sieht man das hier? Das Ganze wird dann in einem üblichen Nutenstein verschraubt. Aber da kommt noch die Schraube hier ins Spiel. Wenn dann die Madenschraube in das Profil hier eingeschraubt wird, hier ungefähr, sieht man das? Direkt ins Profil rein, dann wird von hier aus, wenn das hier so drin steckt, von hier oben die Schraube rein und auf der anderen Seite hier in die Nuss eingeschraubt.
Wer es noch nicht verstanden hat, ich zeige es euch gleich nochmal. Ich habe jetzt zwischendurch mal nicht ganz so viel gefilmt. Ich habe mich mehr aufs Schrauben konzentriert. War eben immer das Gleiche. Da seht ihr jetzt schon mal ein bisschen Fortschritt. Ich habe jetzt hier noch ein Trägersystem mit dran geschraubt, dass ich dann ein Fahrzeug befestigen kann. Ist auch ein bisschen verschiebbar, variabel, dass ich es vor und zurückschieben kann. So, kleiner Zwischenbericht. Ich habe jetzt hier den Heckladeträger, den ich vor ein paar Tagen erst aufgebaut habe, wieder auseinandergeschraubt. Ich habe mir überlegt, dass ich das Ganze noch mit ein bisschen weniger, mit ein wenig mehr Aufwand, ein bisschen mehr Mitteln viel cooler hinkriege. Also von daher mache ich aus dem hier einen etwas größeren Träger, der nicht über die Ladefläche, sondern auch über die Fahrgastzelle hinausragt. Seid gespannt. Also das hier sind die Träger bzw. die Stützen von der ersten Version meines Ladeflächenträgers, die etwas kürzere Variante, die ich nach kurzer Zeit schon wieder auseinandergeschraubt habe. Auf jeden Fall, was ich hiervon gelernt habe, ist, wenn das hier auf der Ladefläche auf der Kante aufliegt und hier oben schon der Ladeflächenträger kommt, dann ist das hier ein bisschen kurz. Das ist zwar eigentlich praktisch zum Beladen, wegen der Höhe und so, ne, wegen dem Schwerpunkt und allem drum und dran, aber wenn man hier einen Automatikverbinder nennt, wie ich, muss man hier drin was schrauben. Das ist nicht so gut. Ich würde das hier also mindestens doppelt so lang machen, wenn man so eine Verbinder nimmt. Oder man nimmt den normalen Standardverbinder, dann kann man hier durchschrauben. Dann ist hier halt ein Loch drin und dann geht die Schraube direkt durch in dieses Profil. Hier habe ich auch Löcher, aber das hat einen anderen Grund, da habe ich was ausprobiert. Das würde ich beim nächsten Mal optimieren. So, jetzt bin ich mal ein paar Schritte weiter, ohne Filmen. Ich habe jetzt hier mir so Füße drunter geschraubt. Ihr seht, das ganze Ding wird schon ein Stückchen länger. Und hier ist einer der ersten Füße. Und das ist die Art der Montage, die ich mir da vorgestellt habe. Und zwar das Ding hier, dieser Winkel, hakt unter die Kante der Ladefläche. Und der hier steht oben auf der Kante der Ladefläche. Das heißt, der eine steht hier oben drauf. Und der andere hakt sich hier unten drunter ein. So der Plan. So, dann gehen wir mal zum Wagen rüber. Und ihr seht ja hier oben drüber, das ist ein ziemlicher Galgen geworden. Ne? Wenn man das hier sich so anschaut, der Träger, der über die Fahrerkabine hinausragt, das ist etwas über 1,50 Meter. Und das vibriert auch einigermaßen beim Fahren. Das ist so ein bisschen wackelig, nicht ganz so stabil. Ich werde das ein bisschen optimieren, indem ich den hier genauso hochkant hier reinschraube, wie der seitliche Profil ist. Und ihr seht ja jetzt, ich habe das hier flach hin, also
dass es hier eine große Fläche gibt, hingeschraubt. Wenn ich es anders hin mache, dann gibt es über diese ganze Breite des Profils eine Steifigkeit rein. Das andere ist, man könnte noch von hier ein bisschen diagonal in die Mitte und von der Mitte wieder diagonal da hinten rüber zu dem Träger, zu der Stütze, noch was hinmachen, damit das Ganze weniger wippt und hin und her schaukelt. Ich habe mir mal das mal angeguckt und dann gibt es einen Rechner für dieses Profil, für diese Stärke. Man könnte jetzt, wenn das hier 1,50 Meter ist, bei dem Material, das ich hier verwendet habe, vorne auf der Kante mit 200 Kilo stehen, das Ding würde immer noch halten. Das würde sich hier vielleicht so um ein paar Zentimeter durchbiegen, keine Frage, aber es würde halten. Was hier noch ein Punkt ist bei meinem Ladeflächenträger oder Dachträger, Ladeflächenträger-Kombinationsgerät, was ich hier gebaut habe, ist hier vorne, dass das ja, wie ich schon gesagt habe, ein bisschen vibriert und wackelt während der Fahrt. Das überträgt sich aufs Auto, man hört das ziemlich stark. Hat vielleicht auch mit diesem offenen Profil zu tun. Ich habe die hier oben ja schon mal verschlossen. Aber was auf jeden Fall noch kommen muss, ist hier so eine Art Windabweiser. Jetzt ist das hier bündig mit der Windschutzscheibe ungefähr. Ich werde das nochmal so 20 cm nach hinten versetzen. Das ist kein Problem, da ist noch Reserve nach hinten. Und dann werde ich hier mir ein Blechchen schrauben, dass so mir den Wind nach oben ableitet, dass das hier nicht mehr so vibriert. So, die Ladefläche und der Auszug sind gerade so ein bisschen Müllhalde geworden, muss ich zugeben. Eine andere Idee, die mir noch gekommen ist, um das hier zu optimieren, ist, das hier anders zu lösen. Und zwar diese Stütze vielleicht bis auf den Boden durchzuführen, damit die Kräfte von ganz oben bis nach unten auf die Ladefläche durchgeleitet werden und nicht hier auf der Kante stehen. Das ist zwar schon, denke ich, sehr stabil, aber man könnte es noch besser machen. Und warum nicht besser, ne? Und dann wäre das hier anders gelöst, entweder hier mit einer Schraube durch, einem Bolzen oder einem Winkel von hier. Da werde ich noch ein bisschen was ausprobieren. Auf jeden Fall kann man das noch ein bisschen schicker lösen. Auch das hier, das ist so ein bisschen blockierend. Man könnte nämlich, wenn das hier nicht da wäre, das hier ebenfalls quer reinschrauben, also horizontal, nicht die schmale Kante oben, sondern die breite Kante hier oben drauf. Und dann könnte man sich hier quasi noch eine zweite Fläche reinzimmern. Das würde mir noch ein bisschen mehr Möglichkeiten geben, was die Nutzbarkeit dieser Fläche hier oben betrifft. Ich gehe stark davon aus, wenn ich hier alles voll bestückt habe, kann man da wirklich mehrere hundert Kilos draufladen. Auch wenn man das vielleicht nicht sollte, ne? Dass man die Kopflast nicht zu sehr erhöht. Aber es ist potenziell möglich. Selbst bis nach ganz vorne, auf die letzte Kante, kann man mit locker 200 Kilo drauf, ohne dass was kaputt geht. Okay, diesen Ladeflächenträger möchte ich ein bisschen zum Oberländer machen. Das heißt, ich habe mir vorgestellt, oben noch was drauf zu packen, zum Beispiel Dachzelt oder Equipment oder was auch immer. Und hier vorne auf dieser Seite des Fahrzeugs habe ich mir schon was vorgestellt, was man da hinschrauben könnte. Sandbleche oder ein Jerrycan-Halter oder sowas in der Art. Jetzt will ich noch überlegen, wo genau positioniere ich das? Hier? Schräge oder gerade? Oder hier oben? Ich bin mir da noch nicht ganz schlüssig. Schreibt ihr mir doch mal in die Kommentare, was ihr für sinnvoller haltet. Was macht mehr Sinn? Was ich cool fände, wäre, wenn hier, wenn in dem Bereich, hier nah am an dem Tankstutzen, der Kanister hinkäme, der Jerrycan-Halter. Das würde für mich am meisten Sinn machen, denn man möchte ja auch Handgriffe vermeiden, ne? Sonst ist es halt nicht praktisch. Deswegen den Tank hier, den Ersatztank nahe zum Einfüllstutzen. Und Küche und dergleichen ziehe ich mir dann auf der anderen Seite der Ladefläche rein. Irgendein Auszug oder einen Klappmechanismus habe ich mir da so vorgestellt. Was ich euch noch vorenthalten habe, ist, wie ich das hier befestigt habe. Ihr habt zwar vorhin gesehen, ich habe hier einige Muttern reingemacht, aber ich habe mir dann noch Edelstahlschrauben hier besorgt mit Scheiben, um das Ganze zu fixieren. Jetzt habe ich aber den Fehler gemacht. Hier sind diese Lamellen, diese Wellen in der Ladefläche drin. Ich habe nur oben in diesen Kanten reingebohrt und da verschraubt. Ich habe hier, wo nichts drunter ist, nichts hingeschraubt. Und auch hier vorne ist nichts drunter, da ist auch keine Schraube. Da möchte ich noch ein bisschen was optimieren. Und zwar hier so eine Art Lückenfüller, irgendwas drunter machen, um dann hier durchzuschrauben in die Ladefläche rein und das gleiche hier vorne. Denn wenn ich das hier ausziehe, wenn es voll beladen ist, wie neulich mit den Steinen, dann bewegt sich das so ein bisschen mit. Weil die Ladefläche hier, die wippt so ein bisschen hin und her, wenn er es richtig zieht und zerrt. Und dann bewegt sich das hier leicht rauf und runter. Das möchte ich noch irgendwie optimieren. Und dasselbe, was ich ebenfalls optimieren möchte, ist hier so eine Arretierung. Wenn es hinten drin ist, soll es sich nicht bewegen können ohne Freigabe, ohne Mechanismus.
Das gleiche, wenn ich es ausgezogen habe, soll es auch einrasten. Ich habe festgestellt, wenn die Ladefläche voll beladen ist mit dem Auszug und man steht nicht gerade, dann hatte ich jetzt den Fall, der Wagen war nach vorne geneigt, dass die Schublade von alleine wieder reinrutscht. Das hat so ein bisschen beim Arbeiten genervt. Der Träger, der Ladeflächenträger und der Auszug sind noch nicht 100% fertig und noch nicht wirklich perfekt. Da gibt es noch einiges zu optimieren. Das heißt also, es wird noch einen zweiten Teil davon geben. Ich würde euch auf dem Laufenden halten. Ich werde das Ding soweit optimieren, bis es wirklich was taugt, bis es wirklich einsatzfähig ist. Wenn euch das heutige Video also gefallen hat, dann lasst mir ein Like da, abonniert den Kanal und vergesst nicht zu kommentieren. Fragen, Anregungen, Kritik immer unten drunter. Also, dann bis zum nächsten Mal und alles Gute. Ciao, ciao.